Internetbriefing Januar 2014 und die SEO-Konferenz, mein Vortrag. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IneMorgen, Sie schauen Website-Marketing.ch. Ich steige gleich ein in mein Referat, das ich eben anlässlich dieser Konferenz vom Internetbriefing gehalten habe. Gehen wir die Folien durch. Es dreht sich heute alles ums Thema, die Top 4 Gründe, warum sich SEO lohnt. Der eine Punkt ist, die Spielregeln ändern sich permanent. Das zweite ist eine Abstrafung, das kann heute passieren. Da rauszukommen ist sehr aufwendig, kostspielig. SEO unterstützt auch andere Marketing, Online-Marketing, aber zum Teil auch Offline-Marketing-Maßnahmen. Und der ROI ist, und das sieht man bei verschiedenen Studien bezüglich SEO immer noch am höchsten, was die ganzen Instrumente betrifft. Thema Spielregeln, da haben wir im Detail diese drei. Ganz oben rechts der Panda-Update, dann links der Penguin. Penguin kam im April 2012. Da ging es um das Thema Web-Spam. Also da geht es vor allem darum, diejenigen zu enttappen, die irgendwelche unlauteren Regeln versuchen anzuwenden. Von denen gibt es genug, ist klar. Man versucht auch immer gegen Google irgendwas in der Hand zu haben, was die noch nicht kennen. Dann hatten wir den Panda, der kam früher. Der kam im Februar 2011, vor allem den Farmer-Update. Farmer-Update kennt man von daher noch. Das sind diejenigen, die sich eine Webpräsenz aufgebaut haben, Inhalte geklaut haben von anderen Portalen, also die ganzen doppelten Inhalte gab es dann. Und so hatte dann Google gedacht, wow, die wissen alles zu jedem Thema, hat viele Besucher draufgebracht. Darauf haben sie dann AdSense geschaltet und so noch Geld verdient mit Google. Und jetzt ganz neu, der ist erst im letzten August rausgekommen, der Hummingbird, das ist dieses Viech hier, da geht es vor allem so zum Thema semantische Suche. Das bei uns noch kein großes Thema, wird aber sicherlich in den nächsten Jahren eins werden. Jetzt, wenn man sich die Updates mal kurz anschaut, damit man einen Eindruck kriegt, ich habe hier mal eine Grafik gemacht seit 2000, das ist seitdem wir Suchmaschinen optimieren. Da sehen Sie, da gab es in den ersten paar Jahren kaum ein Update und bis 2010 war eigentlich ganz ruhig. 2010 gab es 4 Stück. Und dann ging es richtig ab. 2009 gab es 4 Stück, 2010 waren es dann 8 und dann ging es auf über 20 und dann über 35, beinahe 40, 20, 12. Und das hat uns dann richtig beschäftigt. Und wenn man hier mal so einen Auszug nimmt von Updates, chronologisch aufgeführt, das war jetzt vom Mai 12 bis im April 13, bis im August 13, dann sieht man vor allem 2 Updates, die regelmäßig erscheinen. Der meiste ist der Panda. Da waren wir schon bei irgendwo 25. Und da geht es immer, das sieht man dann rechts außen, um die Inhaltsrelevanz. Das ist ein wichtiges Wort, werden wir sicher nachher noch im Detail erläutern. Und den Penguin-Update, der war die Nummer 4 dort im Mai. Und da ging es um eben diesen Web-Spam, die Bekämpfung vom Web-Spam. Gehen wir kurz rein nochmal, Panda-Update. Die wichtigsten 4 Punkte zum Panda bei Duplicate Content, da geht es darum, dass ich keine ähnlichen Inhalte habe, zum einen wie andere Websites, aber zum anderen dann vor allem auch wie meine eigene Website. Das ist speziell interessant, hören wir nachher mehr dazu. Zu wenig Content, das gab es natürlich auch immer wieder, ich habe noch eine schöne Folie zum Thema Redesign. Da verzichtet man auf Text, will mit Bildern und Emotionen arbeiten, das kann Google nicht lesen, straft das ab, beziehungsweise kann es eben nicht so gut interpretieren und bedient sie dann nicht in die Top 10. Dann die Lesbarkeit, auch ganz wichtig, kommt Google durch Ihre Seite durch. Da ist mindestens mal mit Flash eine große Hürde überwunden worden. Früher hatten wir noch Frames, gibt es alles nicht mehr oder nur noch ganz selten. Trotzdem ist es sehr wichtig, dass Google die Seite gut indexieren kann. Und dann eben der letzte Punkt, die Relevanz. Habe ich zum Thema, das ich eigentlich an den Mann bringen will, überhaupt was auf meiner Webseite drauf, ausführlich, so dass Google eben denkt, ich bin ein Spezialist in dem Bereich. Dann der Penguin. Penguin hat vor allem 2 Bereiche abgedeckt. Das eine ist das Keyword Stuffing. Da geht es halt darum, dass ich nicht zu viele Keywords in meinem Inhalt habe. Man nennt das oder hat das früher die Keyword-Dichte genannt. Da muss ich schauen, dass das gut verteilte Inhalte sind, dass die von Hand geschrieben sind und eben auch Sinn machen. Und dann den Titel und die Meta-Tags auch da, dass ich da nicht übertreiben. Dann im zweiten Teil, da ging es vor allem um die Backlinks. Das ist nicht gut und da habe ich jetzt 9 Punkte aufgeführt.
wenn die von reinen SEO-Sites kommen, also Sites, die nur aus diesem Grund erstellt wurden und sehr dünnen Inhalt haben, wenn sie Ankertext über Optimierung haben, das heißt, wenn sie vom Anker, vom Keyword aus linken, das ist sicherlich auch schlecht, wenn es zu viel ist, muss nicht unbedingt schlecht sein, wenn es im Maß ist, dann Spam-Sites, Bad Neighborhoods, das ist vor allem die ganze horizontale Industrie, die sich da auszeichnet. Dann die Relevanz fällt zur eigenen Website, also wenn ich von einem Reinigungsinstitut beispielsweise auf eine Hochschule linke, muss das nicht unbedingt heißen, dass der Link dann was bringt, weil das miteinander nicht wahnsinnig viel zu tun hat. Ist natürlich aber auch schwierig abzuschätzen, was Google dann denkt. Tiefer PageRank. PageRank wird immer noch genutzt. Der ist schon 100-mal totgesagt worden, gibt es aber immer noch. Wir sagen hier kleiner oder auch gleich 1. Das sind meistens Sites, die eben auch sehr schlecht selber verlinkt sind. Neue Websites bringt überhaupt nichts. Früher ging das noch. Dann gab es diesen Sandbox-Effekt. Ich glaube, von dem spricht man heute kaum mehr. Aber Seiten, die eben nicht lang im Netz sind, die bringen auch wenig, wenn die Links angeben. AlexaRank, was immer noch existiert, da spricht man von 7 Millionen, und dann die C-Class. Das heißt, wenn Sie im gleichen IP-Range drin sind, der Punkt hier, wenn Sie im gleichen IP-Range drin sind, ist es natürlich auch schlecht, denn dann sieht Google, das haben Sie selber aufgebaut, alles auf demselben Server gehostet, selbe IP-Adresse, das nützt dann wenigstens. Den Punkt 8 habe ich noch vergessen, viele Links von derselben Seite aus. Also wenn Sie eine Seite aufbauen und mit der permanent Ihre eigene Webseite anlinken, ist das auch ziemlich klar. Trotzdem Links, und das zeigt die Studie jetzt vom letzten August von Search Metrics wieder auf, Links sind immer noch das absolute Maß der Dinge, SEO Gold, einfach viel, viel schwieriger anzulegen und auch viel schwieriger zu kontrollieren. Und da sehen wir vor allem zwei Bereiche, das ist der orange Bereich, das sind Teile Links aus den sozialen Netzwerken, also Inhalte, die mit Zusammenhang mit in dem Fall jetzt Facebook, Google+, Twitter und Co. Angelegt sind. Und das zweite, das sind die blauen, die dunkelblauen, das sind einfach Links verschiedener Art. Und da sieht man, das wirkt immer noch viel mehr als beispielsweise die Anzahl der Bilder oder die Textlänge oder der Anzahl der Worte im Text und so weiter. Das sind Punkte, die ganzen On-Page-Maßnahmen, die kommen immer noch weiter unter. Unten laut dieser Studie ist also klar, dass mir Links und eben Shares in sozialen Netzwerken immer noch sehr, sehr viel bringen. Also das nicht jetzt irgendwie vernachlässigen. Überprüfen Sie es aber, gerade jetzt in dem Bereich drin, schauen Sie sich genau an, woher die kommen. Da sieht man hier die 713.000 Links, die kommen meist von Texten her, eben überprüfen, ob ich da nicht überoptimiere. Sie kommen von Bildern, das ist gut, Frames gibt es nicht mehr und Redirects haben wir auch keine. Dann wichtig, auf die Grafik oben rechts, Follow oder Non-Follow Links, da geht es vor allem um Links, die auch aus den sozialen Netzwerken kommen, das sind dann die violetten, das sind auch entscheidende Links. Und dann hier eben überprüfen, ob nicht zu stark vom Keyword aus, und da sieht man hier INMAGE, dann kommt Webdesign, das ist, wenn wir die Seite designt haben, steht das unten drin, und dann kommt der URL in verschiedensten Formen und so weiter. Das ist alles noch im Rahmen, vor allem die 70% anderer Ankertexte, das ist ganz wichtig, da schlägt die 6% Webdesign, schlagen da unserer Meinung nach sicherlich nicht zu negativ ins System rein. Schauen Sie dann aber doch jetzt dieses auch an, diese Links, die eben beispielsweise mit dem Ankertext Webdesign kommen, das sieht man links. Ich sehe die Domains, von denen die kommen, ich sehe, wohin das sie linken. Das ist ein Tool, das überprüft, das ist Majestic SEO. Und dann sehe ich hinten rechts dann auch, vor allem spannend, die Links, der Latinus-Vektor, die Links und die Wertung dieser Links, Citation Flow und Trust Flow. So höher diese Werte sind, umso mehr bringen sie natürlich, ich sehe auch rechts, ob sie eben Followed Links sind oder Unfollowed Links. Dann haben wir den Hummingbird, eben das semantische Thema. Da geht es vor allem um Sätze und Fragen. Also ich stelle heute Fragen, ich will heute beispielsweise ein Auto probefahren. Dann schreibe ich da rein Audi A4 probefahren und vielleicht noch eine Ortschaft. Und da muss auf meiner Webseite, muss hierzu eine Antwort
stehen. Und ich finde das raus, indem ich beispielsweise bei Google suche, wie optimiere ich eine Website oder wie optimiert man Prozesse, das ist dann weniger unser Thema, wie optimiert man Suchmaschinen, also das ist was, das die Leute immer noch danach suchen. Schauen Sie also, dass Sie solche Inhalte dann auf Ihrer Webseite beantworten, dass Sie mit den Keywords drin arbeiten. Das finden Sie so raus, indem Ihnen hier Google gleich vorgibt, nach was gesucht wird. Auch ich beispielsweise nehme das Wort Homepage heute nicht mehr unbedingt in den Mund, sondern Websites. Aber wie optimiert man eine Homepage, ist doch noch eine Anfrage, die gestellt wird. Und da müssen diese Inhalte auch auf meiner Webseite drauf sein. Synonyme, das ist was, das immer stärker kommen wird. Ich muss auch Synonyme verwenden. Auch hier suche ich Suchmaschinenoptimierung. Und dann sehe ich beispielsweise, dass da Suchmaschinenoptimierung Schweiz noch ein Thema ist. Suchmaschinenoptimierung Preise, kostenlos und so weiter. Auch hier die Vorgabe oder dann aus den Google Webmaster Tools sehe ich beispielsweise ganz unten ein Synonym für Suchmaschinenoptimierung kann heute immer noch Suchmaschineneintrag sein. Das heißt, es gibt immer noch Leute, die suchen nach diesem Keyword. Wenn ich das auf meiner Seite integriere, ist die Chance größer, dass ich damit gefunden werde. Ich gehe wieder zum Panda, Duplicate Content, also selber Inhalt. Ich habe hier ein Beispiel von unserer Webseite mit zwei, ich sage mal, ähnlichen Inhaltstypen. Ich habe einen Titel, einen Text, ein Bild und rechts daneben eine Kontaktperson. Und jetzt ist es entscheidend, dass Google diese Seiten indexiert, und zwar beide. Und das ist nicht unbedingt gegeben. Auch schon diese beiden Seiten hier sind gerade so knapp drin. Das heißt, ich habe hier genügend unterschiedlichen Text von der linken zu der rechten. Ich habe die Bilder beschrieben, ganz wichtig, das Bild selber macht noch keinen Unterschied. Und es hat hier bei beiden Seiten noch Text unten dran. Das ist das Entscheidende. Also es ist wichtig, dass ich genug Inhalt, genug Text auf der Seite habe, auch wenn er vom Besucher nicht gelesen wird. Absolut entscheidend ist, dass er individuell ist, dass die Bilder beschrieben werden und das ist eigentlich fast das Wichtigste, wenn ich angezeigt werde bei Google, dass eben mein Title, meine Description individuell erfasst worden ist. Und zu dem Thema Duplicate Content habe ich eine sehr spannende Grafik hier, eine Grafik von einem Kunden. Da sieht man den Indexierungsstatus in den Google Webmaster Tools drin. Da sehe ich also, da sind wir irgendwo bei 20.000 runtergerast auf irgendwas um die gut 1.000. Das heißt, der Gesamtindex ist hier stark zusammengebrochen. Der Gesamtindex sind diese Seiten, die theoretisch bei Google vorhanden sind und der Primärindex sind die Seiten, die eben Google dann nur anzeigt. Also ein sehr kleiner Teil. Am 14.06.2012 waren das gerade mal 4,4% der gesamten Webseite, die angezeigt wurden. Nun haben wir dann ein Redesign gemacht, er hat alles optimiert und hat gesehen, dass diese Zahl massiv zusammengebrochen ist. Also von 32 auf 1100 runter. Das heißt, man hat hier massiv viele Seiten im Gesamtindex verloren und doch auch rund, also waren das 40, 50%, er hat die primäre Indexzahl abgenommen. Aber was massiv zugenommen hat, ist das Verhältnis. Und das ist unsere Theorie und das finde ich so spannend an der Grafik. Das sind die Positionen, wie sie sich entwickelt haben. Ich hatte im Juni 2012, da hat der Panda noch nicht so zugeschlagen, noch recht okay Positionen. Im Februar ging es dann runter mit den Positionen, zum Teil über 100. Und jetzt sieht man im Oktober 2013, also da wo wir eben eigentlich eine tiefe Zahl haben, was die Zahlen, was die indexierten Seiten betrifft, haben wir mit 80% ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und wenn Sie sich die Positionen anschauen, dann ist das was, das man heute nicht mehr oft sieht. Ist natürlich eine Arbeit, sowas hinzukriegen, ist sehr wichtig, dass ich das richtig mache, damit es auch nachhaltig ist. Hat aber aus unserer Sicht einen maßgebenden Einfluss drauf gehabt. Noch was anderes, das ich Ihnen so als Tipp mitgeben kann, was funktioniert hat. Hier ein anderer Kunde, der hat das Thema Seminare und dann als Untermenüpunkt Seminarräume. Und nach Seminarräumen wird gesucht, ist auch nicht ganz so generisch wie Seminare. Mit diesem Keyword war der Kunde aber nie so richtig positioniert. Was hat man dann gemacht? Man hat es rausgenommen aus dieser Untermenü-Level 1 Struktur raus und hat einen eigenen Menüpunkt gemacht, neu angelegt. Und was ist passiert? Das Keyword Seminarräume hat sich dann im Laufe, was ist das, von 3 Monaten, 4 Monaten super entwickelt, hat sich von rund Platz 23 in die Top 5 hinein katapultiert, das eben, weil man eben hier auf der Webseite diesem Keyword mehr
Gewicht gegeben hat. Auch ein wichtiges Thema, wenn es um Duplicate Content geht, ist der mobile Aufbau. Da hatten wir ja vorhin ein super Referat. Ich erinnere immer wieder daran, es gibt auf der Welt ungefähr 6,5 Milliarden mobile Telefone. Das sind natürlich nicht alle Smartphones. Aber trotzdem, was denken Sie, von was gibt es nur 4,5? Und das ist eigentlich der ernüchternde Teil, wenn man sich überlegt, dass das links weniger mit Hygiene zu tun hat, das rechts dann aber schon. Also wir haben heute auf der Welt mehr mobile Telefone als Toiletten. Und das darf man nicht vergessen. 72% haben ein Smartphone. Da brauchen sie es dann, da ist die Analogie auch gleich gegeben, auf der Toilette. Wichtig, sie schauen Mails an. Rund 2/3 der User schauen, checken Mails auf ihren Smartphones. Und was passiert da, wenn ich einen Link drin habe? Klicke ich drauf und komme auf eine Webseite, die neben auch mobil sein muss. Und natürlich auch für Search. Immer mehr suchen nach Material, nach Angeboten und so weiter auf ihrem Handy drauf. 88% heute noch zu Hause, nur 12% unterwegs, aber auch diese Zahl wird sich ändern. Und wenn ich dann schaue, was für Geräte gebraucht werden, ist klar, Android ist da natürlich voll im Vormarsch, Apple ist eher am Verlieren. Und wenn ich Windows anschaue, die stagnieren dann eher. Ist es ganz wichtig, dass ich eben nicht unbedingt eine App baue, sondern nur dann, wenn es unbedingt nötig ist, sondern dass ich eben so eine responsive Website mache. Ich habe hier ein Beispiel dabei, wie sowas funktioniert und ausschaut. Die einen hier haben es vielleicht schon realisieren können. Ganz wichtig ist bei responsive Websites, dass sich der URL nicht verändert. Der URL bleibt immer der gleiche und darum ist es eben aus SEO-Sicht ganz entscheidend. Und wenn Sie sich jetzt die Abfolge anschauen dieser Seiten, sehen Sie, dass sich die Bilder verkleinern, der Inhalt gleich bleibt. Ich habe immer noch keinen horizontalen Scrollbar und da gibt es diesen Breakpoint für Tablet, den für Mobile und dann natürlich auch die Bedienbarkeit auf diesem Gerät drauf. Also ganz wichtig, arbeiten Sie mit Mobile-Websites. Warum? Weil Google empfiehlt es. Das lohnt sich schon mal, wenn Google sagt, dass es gut ist. Eine Seite für jedes Endgerät, und das ist das, was ich mit dieser Statistik vorher aufzeigen wollte. Sie haben keine unterschiedlichen Apps, die Sie bauen müssen, sondern es funktioniert auf jedem Endgerät. Wenn es fluid ist, sagt man dem, also wenn es sich noch ein bisschen ein Display anpasst, auf die Größe kommt es eben nicht mehr unbedingt drauf an, das ist sicher ein Vorteil. Es ist immer derselbe URL, aus SEO-Sicht ganz entscheidend. Und die Pflege ist viel einfacher. Wenn ich, wie früher, klassische mobile Webseiten habe, das haben wir allerdings auch noch, dann pflege ich zwei Systeme, weil das hat nur zwei URLs. Die heißen dann entweder m.inm.ca oder in unserem Fall heißen sie halt inm.ca/mobile und so weiter. Dann habe ich immer noch einen separaten URL und dann kommt natürlich gerade wieder die Problematik von den doppelten Inhalten. Klar ist das etwas teuer als jetzt diese klassischen Websites. Und die meisten sind auch noch nicht darauf ausgerichtet. Das können Sie checken, indem Sie eine W3C-Validierung machen und schauen, ob Ihre Seite heute bereits in HTML5 entwickelt wurde. Und wenn wir da schon beim Content sind, dann vielleicht gerade noch kurz den bringe ich immer wieder sehr gern. Verzichten Sie im Titel auf herzlich willkommen, schreiben Sie rein, was Sie anbieten, das ist hier so gemacht worden. Ich habe hier eine Seite gefunden, herzlich willkommen auf unserer neuen Webpage, das ist aus dem Juni 2013, das interessiert mich nicht, ich will nicht willkommen geheißen werden, dass die Seite neu ist, das interessiert mich auch nicht, wenn ich es nicht merke, dann hat der Betreiber Pech gehabt, das heißt, schreiben Sie hier rein, was passt, das ist hier von der Stadt Bern und wenn Sie jetzt meinen, die Zürcher machen es besser, dann ist das nicht der Fall. Herzlich willkommen in Zürich, ich muss hier sagen, dass es um die Leute geht, die nach Zürich gezogen sind, trotzdem müsste ich hier drin finden und nicht dreimal herzlich willkommen geheißen werden, was eben das Angebot ist, was speziell für mich ist, wo ich mich informieren kann und so weiter und so fort. Das muss im Titel drin stehen, das ist das Angebot hier, herzlich willkommen in Zürich, ist nicht das Angebot. Kommt dazu, dass Sie sich in einer ausgezeichneten Gesellschaft befinden, wenn Sie mit herzlich willkommen gefunden werden wollen, haben Sie 33,8 Millionen Mitbewerber im Netz und da werden Sie wahrscheinlich niemals unter die ersten 10 kommen. Dann der Punkt Relevanz und Vertrauen ist immer was gerade beim Panda-Update entscheidend ist. Die Relevanz ist, wie schnell erkenne ich auch als Besucher, was jemand überhaupt anbietet. Und da geht es auch um den Titel.
und das Vertrauen, dass sie dann diese ganzen Trust macht. Ich habe hier ein gutes Beispiel von unserem Kunden Black Sox. Ich habe hier ein Bild drin, da sehe ich auf den ersten Blick, um was es geht. Ich habe hier nicht irgendwelche emotional geladenen Bilder, die dann eben verpassen, den Inhalt der Webseite, das Angebot anzusagen. Ich habe hier einen Titel, in dem es um das Socken-Abo geht und nicht herzlich willkommen bei Black Sox, ganz entscheidend. Und ich habe hier die Trustmarks, die eben das Vertrauen schaffen. K-Tipp gut, sicheres Einkaufen und so weiter. Also Merkmale, die mir zeigen, ich bin hier nicht der Erste auf diesem Shop, da haben schon andere eingekauft, das ist eine vertrauenswürdige Firma, die dahinter steht. Und das läuft alles eben, wie gesagt, auch in diese Relevanz rein. Und die kriegen Sie ja eigentlich aus Ihren Webmaster-Tools raus. Das sieht man hier sehr gut. Da sehe ich in den Webmaster-Tools, was ist mein Inhalt, mit welchen Keywords arbeitet meine Webseite. Das muss Google nicht unbedingt gleich sehen, wie ich das sehe, denn die zählen einfach die Wörter. Blöd ist ein bisschen, die Relevanz und tolle Texte können sich beißen, vor allem wenn der Texter sich nicht an die Keywords hält, die drin sein müssen. Klar, das Angebot muss in den Keywords enthalten sein, also es muss auf der Seite vorkommen und es muss viel Text sein. Ich glaube, das hatten wir schon. Wie das in die Hosen gehen kann, das haben wir hier an einem Beispiel. Links runter sieht man, wie es eigentlich okay ist. Das ist eine Webseite, die funktioniert hat, die das Angebot drauf hatte, was man hier auch sieht. Und dann hat es geknallt, dann hat es so ausgeschaut. Ich lese Ihnen nicht vor, was da drauf steht, will auch nicht im Detail drauf eingehen, aber da wurde die Seite gehackt und auf der Seite wurden Inhalte platziert, allerdings nicht im sichtbaren Bereich. Darum ging es auch relativ lang, bis man es gemerkt hat, die eben dann auf pornografische Inhalte gelinkt haben mit diesen Keywords dazu. Also da hat einer die ganzen Backlinks ausgenutzt, um sich besser zu positionieren. Das auf einem WordPress-Blog. Hier noch ein anderes Beispiel einer Firma in der Schweiz. Wenn ich den Namen nennen würde, die würde jeder kennen. Da war die Relevanz auf einmal so verschoben, dass da eben Themen zu Viagra drauf waren. Das musste man beheben, dass man da wieder rauskommt. Das führt mich dann gleich zu dieser Abstrafung, die ich vorher erwähnt habe, der Punkt 2. Da sieht man so ein Beispiel. Das war jetzt das erste Beispiel von der vorherigen Slide, wo sich die Relevanz komplett verschoben hat, wie dann die Luft rausgelassen wurde, wie man dann von irgendwo im Schnitt 1000 organischen Besuchern pro Tag auf Null zusammenbricht. Auch hier nochmal ein anderes Beispiel, beinahe ins Gras gebissen. Eigentlich keinen organischen Traffic mehr, weil Google sieht natürlich dann diese Inhalte, vor allem dann auch die Links auf diese unlauteren Seiten, straft sie ab. Und das ist dann auch sehr schwierig, hier wieder rauszukommen. Der URL wird quasi aus dem Index gestrichen, also erscheint nicht mehr bei Google. Ich habe nur noch die Besucher, wie hier in dem Fall drauf, die über andere Quellen kommen als über Google. Und da habe ich natürlich ein Problem. Der organische Traffic bricht zusammen. Die Analyse ist sehr teuer und aufwendig, weil das wird natürlich heute sehr professionell gemacht, diese ganzen Hacker-Attacken. Und da finde ich nicht immer gerade eine Lösung dazu. Und dann erholen tut man sich nie mehr 100%. Das ist mindestens unsere Erfahrung, die wir gemacht haben. So eine Attacke, bei der man dann ein paar Wochen braucht, bis man wieder raus ist, das erholt sich nie ganz, sieht man auch hier auf dieser Grafik. Sehr schön, wie kann ich da dagegen arbeiten, monitoren, schauen, dass da eben sowas sofort erkannt wird und sofort korrigiert wird. Was natürlich dann auch nicht passt, wenn man es übertreibt, und da schlägt der Pinguin zu, so in dem Beispiel, das ist das Keyword Stuffing, dass ich hier mit Keywords übertreibe und in dem Fall mit Pizza und Zürich gefunden werden möchte, funktioniert natürlich auch nicht. Nun, ein Thema, das bei uns immer sehr, sehr wichtig ist, sind Redesigns, und bei Redesigns ist sehr oft der Verlust an Traffic enorm, an organischem Traffic, das passiert leider sehr viel und da komme ich auch nicht wieder einfach zurück. Oftmals kauft man sich dann den hinterher wieder dazu. Und da habe ich jetzt ein paar Punkte, die ich kurz durchgehen möchte, auf was man hier achten müsste. Meistens ist es so, das Management sagt, möglichst die Inhalte straffen, Text und Seiten werden reduziert, der organische Traffic stürzt ab, weil die besten Seiten fehlen, das hat man sich vielleicht gar nicht überlegt. Mehr Bilder als Text, da habe ich wieder doppelte Inhalte, vor allem auch keine
keine Inhalte, die Relevanz stimmt nicht mehr. Ich schreibe auf einmal journalistisch toll und vergesse dabei, die ganzen Keywords unterzubringen. Die Weiterleitungen fehlen von den alten, guten Webseiten auf die neuen. Backlinks zu den 404er Seiten, also Seiten, die es gar nicht mehr gibt, werden noch von extern angelinkt. Wertvolle Links, die ich nicht mehr verwende. Der Titel wird zum Teil automatisch generiert oder überhaupt nicht generiert. Das heißt, er ist immer derselbe, ganz ein wichtiger Faktor. Da hilft eigentlich nur dagegen, dass man so einen Pre- und Post-Life-Check macht. Wir machen das gerade für eine größere Versicherung im Moment, dass ich eben schaue, dass ich den organischen Traffic halten kann, weil das ist richtig viel Geld wert heute. Auch hier nochmal eine Abstrafung, wie das ungefähr gehen kann. Das nennt man heute das SEO, das Negativ-SEO. Die Backlinks, dass die noch Gold sind, haben wir gesagt. Falsche und zu viel können eben spammig wirken. Somit kann man, und das ist das, was ich bis heute noch nicht richtig glaube, aber offenbar funktioniert, somit kann ich dem Mitbewerber schaden, indem ich eben beispielsweise den Ankertext zum Keyword mache und das dann x 100 oder auch 1000 Mal in großen Mengen verwende, so wie hier in dem Beispiel. Da sieht man die nicht kumulierte Anzahl Backlinks, die dazukommen. Also da sieht man monatlich, wie viele Links dazukommen. Und dann knallt es da im Februar 2013 auf einmal fast 600 neue Domains rein. Also mehr Links dann sowieso, aber nur mal die Domains. Alle kamen vom selben Keyword aus und das hat dann auch negativen Einfluss auf die Position und somit auf den organischen Traffic gehabt. Wie komme ich da raus? Da wird später Joe noch genauer was dazu erzählen. Ich kann diese Links rausnehmen, das gibt es dieser Wow-Tool in den Webmaster-Tools drin. Ich kann wieder einen Request stellen für Reconsideration, das heißt, Google kommt dann wieder vorbei, schaut, ob alles in Ordnung ist. Und ich beleinige natürlich die Links, lösche sie oder setze sie auf No-Follow. Hier habe ich so ein Beispiel gefunden, wie das dann ausgeschaut hat mit dem organischen Traffic, der dann auch wieder zugenommen hat. Das ist der orange Teil. Man hat die mal disavowed dort anfangs der Grafik und ein paar Wochen später kamen dann die Rankings wieder zurück. Auch eine Art Attacke hatten wir hier erlebt. Da sehen Sie den Traffic auf einer Webseite vor dem 15. September. Und dann hat er sprunghaft um ein Vielfaches zugenommen. Und die Problematik, und das sehe ich hier unten auch beim ersten Punkt dann, war, dass diese Besucher alle nur sehr, sehr kurz auf der Seite waren, maximale Absprungrate, sich auch nur eine Seite angeschaut hatten. Der Grund war, dass das irgendwas Automatisiertes war. Und das schaut natürlich für die Statistik nicht gut aus. Zum einen verfälscht alles komplett, also ich habe hier kaum mehr organische Besucher dann, sondern ich habe nur noch diese direkten Besucher. Man ist dann dem nachgegangen, hat sich überlegt, woher kommt das? Es hat sich ganz leicht negativ auf das Ranking ausgewirkt, wenn man das überhaupt noch messen konnte, weil wenn Sie sich das anschauen, ist ja der Unterschied massiv. Mindestens 10-mal mehr Besucher auf einmal auf dieser Webseite drauf. Die durchschnittliche Besuchsdauer gerade noch 11 Sekunden gegenüber 1,25 von früher. Hatten das rausgekriegt, wusste dann schlussendlich auch, wo es herkam. Das kann ein Mitbewerber gewesen sein, das haben wir dann nicht mehr bis zum Schluss verfolgt. Auf jeden Fall eine sehr unangenehme Sache, vor allem wenn es sich eben aufs organische Ranking auswirkt. So, dann habe ich noch zwei Punkte. Der eine Punkt ist, SEO unterstützt andere Maßnahmen. Warum ist das so? Sie kennen den Qualitätsfaktor bei Google und da geht es natürlich darum, dass ich bei den AdWords einen möglichst hohen Qualitätsfaktor habe, dann da bezahle ich weniger. Das spielt ja direkt proportional zum Preis, den ich bezahle, in die Position dann rein, wo ich angezeigt werde. Das heißt, ich kann mit einem höheren Qualitätsfaktor mit weniger Geld dieselbe Position erreichen, mit weniger Kosten pro Klick. Darum ist das ganz entscheidend und da spielt der On-Page-Teil eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also wie sind meine Inhalte aufgebaut? Das heißt, bevor Sie AdWords schalten, lohnt es sich immer,
die Seite mal On-Page zu optimieren. Das ist ganz entscheidend. Auch wenn ich Newsletter und andere Ads mache, dann will ich natürlich, dass die Inhalte passen. Das heißt, ich muss das, was ich entweder danach gesucht habe oder im Newsletter gelesen habe, muss ich auch auf der Seite drauf auch wieder finden. Und wenn ich eine Seite On-Page optimiere, dann gebe ich mir speziell Mühe, dass ich eben den Titel richtig schreibe, dass ich die Inhalte richtig schreibe, dass ich da Bilder drin habe und so weiter und so fort. Und das hilft mir auch für einen Besucher, der von einem Ad kommt oder der aus dem Newsletter kommt. Und somit habe ich natürlich eine kleinere Absprungrate und das merkt Google schlussendlich auch wieder. Ganz wichtig bei solchen Aktionen, lenken Sie nicht auf die Startseite. Und natürlich im ganzen Social Media Umfeld. Ich fange hier an, Bilder zu integrieren, ich fange hier an, Videomaterial zu integrieren. Ich schreibe was Schönes auf der Webseite, links von Facebook ab, an. Ist also ganz wichtig, dass ich das nutze, dass ich hier diese ganzen Elemente nutze bei der Homepage-Optimierung. Und zum guter Letzt dann noch der ROI. Auch da habe ich zwei, drei Grafiken. Das ist so ein typisches, ich sag mal, ein plus-minus typisches Bild von Besuchsquellen und deren Performance. Ich sehe hier links Organic, links oben die höchste Anzahl. Ist sehr oft so, dass die meisten Besucher über die Suchmaschinen kommen. Darum muss man denen auch speziell Sorge tragen. Das ist ganz wichtig. Und meistens ist dann eben auch die Absprungrate jetzt hier in dem Fall mit zusammen hier mit Paid Search am tiefsten. Ich habe hier noch ein Beispiel, wo es dann noch eine Conversion hinten raus gibt. Höchste Conversion, tiefste Absprungrate, am meisten Besucher kommen über organisch. Hier ein Beispiel, wo ich sehe, die Akquisitionspotenzial verschiedener Besuchsquellen. Und da ganz wichtig, es geht nicht um Shops hier, sondern es kann auch ein Formular sein, das ausgefüllt werden muss. Auch hier organisch, nicht mal mehr auf der Grafik draus schlägt, oben raus. CPC, also eben zum Beispiel AdWords, die performen auch ganz gut. Und interessant auch hier, obwohl man den schon lange tot gesagt hat, den Newsletter, die ganzen Social-Geschichten eher etwas bescheiden drin. Hier nochmal eine ähnliche Grafik. Auch hier sieht man im Marketing-Mix, was eingesetzt wird. Starten Sie mit SEO, legen Sie da die Basis, dann kommen die AdWords. E-Mail-Marketing funktioniert immer noch, Social Media ein Thema und dann nimmt es dann langsam ab. So, jetzt habe ich Ihnen noch ein paar Takeaways mitgebracht. Diesmal ganz wenige, fett geschrieben, damit es auch reingeht. Indexierung verbessern, also schauen Sie, dass eben das Verhältnis passt, dass das möglichst eine hohe Zahl ist zwischen dem primären und dem sekundären Index. Die Relevanz steigern, arbeiten Sie mit Ihren Keywords, schauen Sie, dass die integriert werden, schauen Sie, dass die Texte auf solche Themen geschult sind. Doppelte Inhalte bereinigen, das ist ganz wichtig, dass ich keine ähnlichen Seiten habe. Auch das finde ich in erster Linie raus, indem ich die Indexierung überprüfe und dann die Seiten möglichst individuell gestalte. Backlinks prüfen und ausbauen, für mich ein super wichtiger Faktor nach wie vor. Nutzen Sie hier auch die ganzen Social Networks. Regelmäßige Checks durchführen, also ich komme nicht um ein Monitoring rum. Wir machen das bei unseren Kunden alle ein bis zwei Monate, dass man wieder mal reinschaut, exakt auf den Kunden einen Report schickt, dass man sieht, wo es hapert und wo es noch Potenzial hat. Und wenn Sie es noch drauf haben, dann haben Sie heute noch das herzlich willkommen raus. Das also meine Präsentation zum Internetbriefing im Januar 2014. SEO-Themen, die Sie interessieren könnten. Würde mich natürlich freuen, wenn ich ein, zwei Kommentare hier kriegen würde. Und wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie hier abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INM AG und Sie haben websitemarketing.co geschaut.